Kampagne und nochmal. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Beweise dein Talent und schaffe den Aufstieg zum mächtigsten Transportunternehmer des mächtigsten Landes der Welt. Im Westen liegt die Zukunft. Wir werden diesem öden Landstrich voller einfältiger Bauerntölpel und wilder Eingeborener den Fortschritt bringen. Doch der Transport der nötigen Güter ist mühsam und teuer. Eine Eisenbahnstrecke von Ost bis West, das wäre eine wahre Goldgrube. Aber die Konkurrenz schläft nicht. Die Central Pacific Railroad hat bereits mit dem Bau einer Strecke vom Pazifik her begonnen. Kommen wir ihnen zuvor und erschließen den wilden Westen. Das klingt auch nach einer Herausforderung. Also, verborgener Schatz, was haben wir denn da? Finde das versteckte Goldnugget. Durststrecke führe die Strecke an sämtlichen Brunnen in der Wüste vorbei, okay. Handle vorausschauend und lege so früh wie möglich einen Werkzeugvorrat an. Konkurrenz schlagen. Nee, so sei schneller als die Pacific. Als Central Pacific Railroad und stelle die Strecke vor Mai 1874 fertig. Mache den Geldgeber glücklich und überziehe nie dein Budget. Wollen wir hoffentlich nicht machen. Wilder Westen Amerika, Mission 1. Ich bin bereit. Willkommen im Wilden Westen. Wir schreiben das Jahr 1864 und befinden uns im beschaulichen Siedlerdörfchen Cheyenne irgendwo im Nirgendwo. Hier enden die Gleise aus dem Osten. Unser Auftrag, eine Eisenbahnlinie gen Westen zu bauen, die erste transkontinentale Eisenbahn von ganz Amerika. Die Investoren haben uns eine ziemlich überschaubare Summe zur Verfügung gestellt. Das muss reichen, wenn wir sie nicht vergrämen wollen. Okay. Wenn die Konkurrenz im bisherigen Tempo weiterarbeitet, wird sie das Ziel voraussichtlich vor uns erreichen. Diese Schmach sollten wir uns ersparen. Packen wir es an. Packen wir es an. So, die Medaillen haben wir nochmal hier. Wenn wir vor der Konkurrenz am Ziel sein wollen, brauchen wir mehr Arbeitskräfte. Okay. Und Arbeitskräfte brauchen Futter. Sobald die Männer halbwegs satt sind, könnte uns das Geschäft mit den Nahrungsmitteln zusätzliche Einkünfte verschaffen. So, Cheyenne Farm und Cheyenne Grain Storage. Okay, Moment, wir sind hier und das Endziel ist, glaube ich, dass wir bis hier hinkommen, ganz. Eigentlich alle verbinden wahrscheinlich. Genau. Also ich werde viel mit Pausieren arbeiten. So eine kleine LKW-Station, möglichst günstig sollte sie sein. So, 7000. Achtundzwanzig war gerade das günstigste, was ich gesehen habe. 26. So. Und das war. Wie war denn das nochmal? Was waren jetzt nochmal die Shortcuts dafür? Steuerung. Tab war das. Ich dachte, das ging noch einfacher. Ah.
So, und dann noch eine zweite. So eine Spielposierpaste. Pause ist Pause. Hab ich meine Pause das Ding belegt? Okay, bei Discord, aber das bin ich ja gar nicht drin. Bin ich da drin? Wüsste ich zumindest nicht. Nee, bin ich nicht. Und dann brauchen wir noch ein Depot. Ich weiß, dass das Spiel pausiert ist, das braucht ihr mir nicht jedes Mal wieder noch von vorne von neuem zu erzählen. So, lass uns das mal am besten irgendwie so ein bisschen möglichst mittig platzieren. Kriegen wir es darauf unter 10? Vor allem, es kollidiert mit dem da hinten. Das ist ja auch geil. Pause. Ja, haben wir es doch für 11 geholt. So, wie war das? 4 Kutschen. Und kaufe dort Pferdefuhrwerke, die geteilt werden können. Ich würde sagen, damit es möglichst schnell geht. Und wir haben so viel Millionen. Eine Pferdefuhrwerk. Pferdekutsche ist ja falsch. Pferdefuhrwerk. Ach, wir können eigentlich auch. Wir nehmen einfach erstmal 2. Wir machen eine neue Linie von. Vielleicht nicht doppelt. Terminal 1 nach dort. Getreide CH. Punkt. Fischer Yen. Und jetzt müssen wir das liefern, würde ich sagen. Ne? Moment, meine Schleins. Ist auch scheißegal, aber nicht. Tapus. Na gut, nein, sperren wir das, ist mir auch egal. Und dann setzen wir das Ganze mal fort. Wird der eigentlich mittlerweile schon produziert? Obwohl müsste eigentlich schon produziert werden dort, ne? Produktion ist da, ist aber noch nichts angekommen. Produktion läuft zumindest schon mal an. Haben wir nicht 2 gekauft? Nicht ganz blöd. Dinge zu weisen, alle nehmen sollen. Dann reiten wir mal damit, weil es garantiert dort dann schon was geben wird. Hoffe ich mal. Oder auch nicht. Die sind wohl noch auf. Oh doch, da, jetzt sehe ich es. Die sind noch fleißig am Produzieren. Oder gab es beim anderen doch schon was? Dann reiten wir mal hier mit. Also nicht reiten, also wir schauen beim Reiten zu, so gesehen. Klingt alles falsch. Ich habe nichts gesagt.
Haben wir es bald? Verdammt! Und ich dachte, man hat es nicht gehört. Ich dachte, Microsoft hat schon wieder gesagt, nee, das Mikrofon... Nee, das wollen wir nicht. Schade, verdammt! Ja, der Satz war eindeutig, beziehungsweise beide Sätze waren eindeutig zweideutig. Und moin moin auch an dich zurück. Wie kann man denn jetzt nicht schon schrecken müssen? Gerade erst angefangen. So, da hinten. Ich sollte aufpassen, was ich sage. Da hinten fahren wir zumindest schon mal so Stadt am Depot vorbei. So den... Oh. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass hinten auch schon ein paar Sachen rumstehen. Ach Mensch, die produzieren ja sogar schon. Was soll man die Nummer produzieren, Herbst? Oh Gott. Ich hab schon ganz vergessen, was die Nummer produzieren. Die... Ach ja, nur einfach nur, ne? Hier mit Grenze und so. Dann heißt es ja eine Obergrenze von 50. Das heißt, wir deponieren das dann nur, okay. Ja. Ich sag mal so leider ein bisschen, was die letzten Tage so betrifft, ein bisschen vorgedingst. Ja. Ich weiß das Wort nochmal. Dingst halt. Ich habe keine Ahnung. Ich hab's vergessen. So, das heißt, wir haben jetzt... wow. Wir haben... Ach, wir müssen insgesamt viermal Getreide liefern. Da hätten wir doch gleich nochmal hier... kommen, dann hauen wir doch nochmal... Hauen wir da nochmal... Doch, wir hauen nochmal zwei Dinger dazu. Zwei Pferdekutschen dazu. Und dann können wir das noch besorgen. Vorgedingst, weistet. Nicht vorbestraft. Moment, wie sind wir jetzt auf einmal bei 3? Ich verstehe es nicht. Der Bau kann beginnen. Um unser spärliches Startkapital nicht schon auf der ersten Etappe zu verbraten, wäre es sinnvoll, eine Route zu wählen, mit der wir teure Sprengarbeiten für Tunnel vermeiden können. Ja, okay. Keine Tunnel, das macht Sinn. Cheyenne und Laramie. Eieiei, oh Gott. Ja, ich ahne es schon. Wir müssen wahrscheinlich dann noch einen Bahnhof in Laramie bauen. Das ist aber auch nicht. Okay. Sah von weitem schöner aus als gedacht. Das sah aus, als ob da eine Wölbung drin wäre. Ich weiß echt nicht. Ich glaube, wir machen den Bahnhof dann am besten hier vorne hin. Man kann sich so ungefähr denken, was ich meine. Ich komme echt gar nicht drauf. Das ist ja auch geil. So. Moment. Vorbelastet. Das war das Wort, was ich meinte. Was ich suchte. Meine Güte. So. Wieder entpausieren und bauen. Und dann wieder pausieren. Das ist natürlich praktisch, dass es genau die Taste ist. Gut, wir können die wahrscheinlich... Also pausiert ist mir jetzt egal. So, das wird jetzt viel gedingst, viel Sound an und wieder ausgemacht. Einfach nur, damit man das genau richtig gut schafft. Weil ich kann mich auch erinnern, dass ich bei der Kampagne in Europa doch zeitlich immer Probleme bekommen habe, weswegen ich mir dann dachte, okay.
Also was hauptsächlich die Zeit betrifft, weswegen ich dann dachte, oder mir jetzt gedacht habe, sei schlau und pausier. Okay, vielleicht nicht eine allzu große Kurve oder zu enge Kurve. Was wollte ich? Ach ja, weil, naja. Offenbar mit den falschen Leuten im Discord. Okay, wir haben schon die Größe. Dann machen wir es mal hier. So, okay, jetzt wollen wir vielleicht nicht ganz so übertreiben mit der Größe. Ja, so, dann, wenn man dann vor allem noch so mit zwei Damen dann da im Chat ist, die sich auch verstehen und da irgendwie beide gleich drauf sind, dann. Kann das dazu führen? Ah, sieht aber auch schön aus. Ich wollte jetzt nicht die Brücke von unten betrachten. Sie muss nicht unbedingt. So, 165, dann gehen wir direkt hier rüber. Krümmung zu groß. So. Puh. Meine Güte. Ah. So, da haben wir das schon mal und haben gar nicht mal so wenig ausgegeben. Eine Etappe wäre bereits geschafft. Ach, das war schon. Allerdings erwarten uns bereits die ersten Schwierigkeiten. Es war ja sehr freundlich von der Regierung, uns das Land umsonst zur Verfügung zu stellen. Mhm. Wären da nur nicht diese verfluchten Indianer. Eieiei. Sie haben ihre Zelte mitten im geplanten Streckenverlauf aufgeschlagen. Unsere Kundschafter meinen, sie seien ziemlich ungehalten über die weißen Männer mit dem eisernen Pferd, also uns. Klicke auf das Ausrufezeichen mit dem Indianerdorf, um mit den Indianern zu verhandeln oder umgehe das Problem. WTF. Also gut, da habe ich jetzt nicht. Oh Mann. War ja irgendwie ein bisschen. Ach, das sind. Okay, ich habe es für Steine gehalten. Da war ja irgendwie klar, dass man irgendwie sowas hier hat. Diese verfluchten Indianer. Sie sabotieren die Arbeiten und sollen bereits einige von unseren Männern täglich angegriffen haben. Mhm. Wir müssen etwas unternehmen. Ja, Katze. Wir haben verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir kaufen ihnen ein gleichwertiges Stück Land, was ziemlich teuer werden dürfte, oder wir lösen es auf die altmodische Art, was uns in gewissen Kreisen wohl den guten Ruf kosten könnte. Ei, ei, ei. Oder aber wir versuchen sie mit Feuerwasser zu bestechen, obwohl dessen Konsum bekannterweise ziemlich aggressiv macht. Oh ja, ja, ich weiß nicht, einfach erwerben und das Geld dann irgendwie wieder reinkriegen. Oder mit Feuerwasser bestechen. Also ich glaube, die sicherste Möglichkeit wäre wirklich, das Land zu erwerben und abtauschen. Dann haben sie auch noch was von. Genau, leg dich mal ruhig hinter den Stuhl mit den Rollen hin. Ich glaube, ich würde sagen, erwerben und abtauschen. Und das Geld müssen wir dann selbst irgendwie reinbekommen. So, wunderbar. Das heißt, wir können auch hier vorne durch. Das passt ja wie angegossen. Und theoretisch gesehen könnten sie sogar noch da bleiben, wo sie gerade sind. Also, sie haben da halt nur ein bisschen Wald zum Jagen weniger, aber gut. Packen wir den Bahnhof hier hin? Ja, ich würde sagen. Schiene. Einen zweiten Straßenanschluss. Ach ja, Spiel ist ja pausiert, ganz vergessen. Also falls wir dann irgendwann auf zweigleisig gehen,
Also bei mir ist es immer so, was ich dann meistens das immer dann. Was ist das für ein Deutsch, was ich jetzt gerade plane? Ich weiß es nicht. Dass ich. Sag schon. Ich komme nicht rauf. Und weißt du, wir verbinden das ganze Ding ja schon fast jetzt damit. So, dann wollen wir mal. Oh, war ja. Nee, hier will ich hin. So, mal gucken, wie es direkt verbunden wird. Schade, dass man so zwischendurch dann nicht noch solche kleinen Wegpunkte machen kann. Dass man das immer so Stück für Stück machen muss. So, von hier aus geht es dann hier durch. Können wir das dann direkt damit verbinden? Sauber. Genauso wollte ich das. Das mit den Indianern wäre erledigt. Ja, das wäre es. Die nächste Herausforderung steht bereits bevor. Vor uns liegt meilenweit nichts als staubtrockene Steppe. Wir müssen zusehen, dass uns das Wasser nicht ausgeht. Immerhin soll es Eisenerzvorkommen geben, die wir ausbeuten könnten, um uns etwas dazu zu verdienen und Werkzeuge zu produzieren. Können wir auch mal Züge losschicken? Wir haben noch gar keinen Zug, oder? Moment, haben wir schon einen Zug? Das wäre natürlich interessant zu wissen. Nee. Warum sollten wir auch einen Zug haben? Strecke an Brunnen vorbeiführen. Die Frage ist. Ah, okay, diese Strecke. Das heißt, Brunnen, na gut, das haben wir dann. Dann wird die Strecke ja so gesehen sogar schon vorgegeben. Okay, dann geht's nochmal nach da. Und das war's dann. Dann würde ich schon fast sagen, dass wir dann bei Evanston, dass wir hier vorne den Bahnhof hinbauen im Wald. Da müssen wir jetzt echt wirklich schon hier. Die Waldfee. Also müssen wir echt aufpassen, da haben wir fast gar kein Geld mehr. Jetzt brauchen wir wieder einen zweiten Bahn. Moment, das andere war so. Brauchte ich eigentlich den. Ja gut, deswegen. Wegen Laramie brauchte ich den zweiten. Wegen Cheyenne brauchte ich eigentlich. Bei Cheyenne brauchte ich eigentlich auch einen zweiten dann. Weil es ja auch auf der rechten Seite liegt. Verdammt. Ja, man kann nicht alles haben. Ja. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, worauf du das jetzt gerade beziehst. Wow. So. Bahnhof. Oh, ich bin froh, dass es nicht Druck ist zum Pausieren. Ja gut, dann können wir ja eigentlich schon wieder von hier aus bauen. Es muss vorbei. Ja, das Spiel pausiert, ich weiß. So, dann machen wir meistens genau. Dann machen wir es mal immer so, dass wir genau, wenn das nach unten geht, dass wir das sogar schön so gesehen strategisch passieren. Ach so, ja, ja, stimmt. Ah, ich verstehe. Hatte ich das bei irgendeinem Spiel gehabt? Ja, bei Railway Empire ist es ja so, ne? Ich bin, glaube ich, noch ein bisschen zu sehr geschädigt davon. Ich dachte, Moment, dann machen wir doch eine bessere diese Kurve hier. Obwohl, wir sollten lieber auf schneller gehen. Ich habe Transportfieber schon Ewigkeiten nicht mehr gespielt. Und seit Ewigkeiten meine ich, ich könnte mal gleich nachgucken, aber es müssten mindestens, mindestens 9 Monate sein. So, Moment, wo geht das nächste her? Hin. Da sind wir schon mal auf der richtigen Seite, fast ja. Das müssten echt 9 Monate mindestens her sein, seitdem das letztes gewesen ist.
Ich guck mal nach nebenbei. Pause. Und wenn man dann Transportfieber. Ja, genau. Verwechsel ruhig die Spiele noch mehr. Okay, jetzt können wir ja schon fast direkt verbinden. Beziehungsweise, wir machen das so. Das dürfte passen mit dem Bogen. Arbeiter Bam. Weigern sich auch nur einen Finger krumm zu machen. Sie behaupten, sie hätten seit Monaten keinen Lohn mehr erhalten. Keine Ahnung, ob das stimmt. Allerdings sind wir ziemlich knapp bei Kasse und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis uns die Investoren den Geldhahn zudrehen. Wir könnten die Leute auf nächsten Monat vertrösten und ihnen dafür das Doppelte des Gehalts versprechen. Außerdem gäbe es drüben in Oakgen eine weitere Alternative. Jetzt bin ich neugierig, was ist denn das für eine Alternative? Ach, vor allem, wir sind ja schon fast am Ende. Was haben wir denn für eine Alternative? In Oakgen leben fromme, arbeitsame Menschen, die sich dem zivilisatorischen Fortschritt konsequent verweigern. Sie würden fast umsonst für uns arbeiten. Als Gegenleistung müssten wir ihnen lediglich beim Bau einer neuen Brücke helfen, damit sie ihre Ernte über den Fluss ins Dorf bringen können. Ist das so eine kluge Idee, wenn man denen hilft? Dann müssten sie sich ja vertrösten, ne? Ich baue mal einfach die Brücke. Gut. Endlich geht die Arbeit wieder voran. Ach, hervorragend. Leider sind unsere Werkzeuge abgenutzt und furchtbar ineffizient. Wir sollten unsere Männer neue herstellen lassen. Eisenerz gibt es in der Gegend ja zur Genüge. So sparen wir Kosten und kommen schneller voran. Vor allem, was ich jetzt gerade nicht so wirklich verstehe, warum wir hier unfassbar viel an... Wir sind aber schon fast bei Ogen. Ogen, wie auch immer. Warum sollen wir die Strecke noch nicht nutzen dürfen? Ich hab gesagt, wir sollen Werkzeuge produzieren. Na, wo war denn das nochmal? Ach du heilige Scheiße. Von wo? Oh ja, Katze. Theoretisch gesehen könnten wir die ja hier mit dem Netz verbinden. Das wäre ja sogar, glaube ich, gar nicht mal so dumm, die Idee. Vorausgesetzt, wir können Wegpunkte machen. Moment, warum vorausgesetzt, wir können Wegpunkte machen? Machen wir das so? Ja, ich würde sagen. Wir müssen nicht übertreiben. So, Güterbahnhof. Holy Waldvieh, was ist das für ein Güterbahnhof? Ich will keinen zweiten Straßenanschluss haben. Och ja, Katze, was ist denn? Ja. Ja. Eieiei. Musst du mal die Zähne putzen wieder? So.
Und hier das gleiche nochmal. Wie viel würde es in der Theorie kosten, um diese komplett miteinander zu verbinden? Gesehen davon, dass es einen Trank-Collision gibt, 182.000. Dann würden wir aber auch Geld verdienen, ne? Die Frage ist... Züge sind auch scheiße teuer, ne? Ich würde sagen, wir machen das Ganze mit, ja, mit... Ja, ist ja gut. Ich würde sagen, wir machen das Ganze mit... Mit Ampeln. Ach, mit Ampeln. Ich bin ja gut mit Ampeln. Hä, wieso gibt es ganz viele Dauten-Fragezeichen? War ich mit falschen Fragezeichen? Es geht das Gerücht um, dass im Ödland vor uns ein riesiger... Ja, jetzt geh doch zu meinen Beinen, da kannst du dich doch anlehnen. Ich hab nicht drei Hände. Meine Güte. Männern irgendwo im Niemandsland eingebuddelt haben. Ein alterndes Saloon-Girl in Laramie weiß mehr. Folge dem Hinweis nach Laramie und klick auf das Frorezeichen, um mehr zu erfahren. Laramie. In der Wüste, sagt die Lady im Saloon, sei das Riesen-Nugget versteckt. Das ist natürlich reichlich unpräzise. Allerdings meinte sie auch, dass die Indianer das Nugget möglicherweise schon gefunden, es dann aber wieder vergraben hätten, weil man ihrer Auffassung nach Gold nicht essen könne. Hm. Ami Gedanke mal wieder. Ein kleiner Indianerjunge, der uns offenbar wohlgesonnener war als seine Väter, hat einem unserer Leute Folgendes zugeflüstert. Im Gebirge, das die Sonne gute Nacht küsst und wo der Schatten des großen Baumes den schweren Stein durchbohrt, findet man nichts, das man essen kann. Was das bedeutet. Holla, die Waldfee. Vor allem im Schatten des großen Baumes. Was ist das denn? Ein Gebirge, das die Sonne gute Nacht küsst. Gebirge. Und wo der Schatten des großen Baumes den schweren Stein durchbohrt. Boah. Verwirrend. Ja, gut. Praktisch, dass wir nicht nur ein Gebirge haben. Deswegen gehen wir nach wieder zum Werkzeug produzieren. Ja. So, und verbinden das Ganze dann hier wieder. So, und wir machen schon mal...
Hier Ampeln hin und möchtest du wirklich raus, dann stehe ich auf. So was geht auch ohne Smiley. Produziere und so weiter. Baue ein Depot und kaufe ein Güterzug. Depot haben wir ja schon und der braucht halt nur ein bisschen dahin. Und kaufe einen Güterzug, der Eisenerz transportieren kann. So, 40 km pro Stunde. Wenn er wirklich was verdient. Eisenerz schafft er. Boah, leck mich am Arsch. Das schaffen wir noch nie im Leben. Puh, das ist viel zu weit weg. Oder? Da ist er. Werkzeuge. Scheiße, scheiße, scheiße. Ich hoffe, das funktioniert. Wir kriegen schnell genügend Geld rein. Ansonsten wird das brutal ungünstig. Also zumindest haben wir dann gut, was heißt ungünstig. Haben wir eine Medaille weniger, die wir kriegen können. So extrem wild ist das ja dann auch wieder nicht, aber wenn man kann, dann will man natürlich auch aufs Beste gehen. Doch ganz klar. So, wir fahren jetzt auf alle Fälle erstmal durch diese schöne Passage hier gleich durch. Diese Passage durch den Canyon. Mal einmal ein bisschen beschleunigen. Leicht bergauf, wie man sieht. War nicht einfach gewesen. Der Storage dürfte wahrscheinlich auch gleich voll sein. War wahrscheinlich sogar schon eine höhere Stufe von der Mühle. So, kurz mal gespeichert. So, links von uns sind jetzt die Indianer. Wo sind wir denn jetzt gleich? Sieht echt schön aus hier mit der Rücken. Fällt mir. Jetzt sind wir wahrscheinlich gleich bei Lameson oder wie man das heißt. Komm zurück.
So, ja gut. Safe Call haben wir schon wieder weniger Geld. Moment, war die Abzweigung noch gar nicht? Oder habe ich sie übersehen? Die kommt, glaube ich, erst noch da vorne. Boah, sind noch richtig weit. Es ist noch richtig weit, bis wir dann da sind. Hoffentlich haben wir schon mal dort ein bisschen Eisenerz bereit für uns. Ich muss unterwegs dann nochmal irgendwann ein Depot bauen, wenn wir dann genügend Geld für ein Depot haben, dass wir dann leichter dort hin können. Nicht immer so einen elendig langen Weg fahren müssen, bis wir wieder ganz zurück müssen nach Cheyenne. Oh, Reizwechsel, sehr schön. Sondern dass wir dann wirklich hier die Möglichkeit haben, relativ zügig dort anzukommen. Um einen weiteren Waggon hinten dran zu hängen. Natürlich nicht. Okay, da haben wir zumindest eins von diesen Achievements, die man haben kann. Obwohl. Was? Laramie? Oh. Ja gut, das ist ja nicht... Oh! Ne, doch nicht. Das passt. Produzieren die überhaupt? Keine Produktion. Ja, leck mich doch am Arsch. Vor allem, die haben im Lager und packen hier nichts hin, ne? Voll Idioten. Dem anderen sollte es aber hoffentlich angebunden sein. Das ist angebunden, so. Das hier in Laramie ist nicht angebunden. Wo im falschen Bahnhof? Ach, scheiße. Oh, ich bin so blöd. Ja gut, kann man mal machen, ne? Scheiße. Oh. Vor allem beim Bus noch, also beim Straßenverkehr noch dran gedacht und hier einfach mal nicht. Ja. Oh Mann. Ja gut, aber wir können im Kopf noch bleiben. Scheiße. Oh weia. Ja gut, dann können wir den ja umdrehen. Äh, 1300 schon Transportfieber. Eieiei. Ach, Transportfieber sage ich schon, Trainfieber. Mein Gott. Moment, ja, nee, Moment. Hä? Transportfieber oder Trainfieber? Ah, Transportfieber, okay, deswegen TWF. TP. Unser Kredit ist schon aufgebraucht. Ja, ich weiß. Ratet immer, warum. Aber wenn wir nett fragen, legen Sie vielleicht noch etwas drauf. Gut, dann haben wir halt das nicht. Da müsste wohl keine andere Wahl. Ey, Jol, eine schief mit weniger. Also, ich bin gerade mal bei insgesamt 43 Stunden. Gut abgeführt.
1300 Stunden. Ich habe gar kein Spiel 1300 Stunden. Ich glaube, das höchste, was ich habe, ist so knapp an die 400 bei ETS 2 und boah, vielleicht auch 350 bei ETS 2 und bei Rocket League mal 250. So, hoffentlich wartet da schon sehnsüchtig Eisenerz auf uns. Ah, das sieht doch schon mal gut aus. Ich habe mich schon gewundert, warum man da nach unten gehen kann, warum eine Leiter ist. Oh Mann, ja, jetzt weiß ich auch warum. Und theoretisch gesehen könnten wir dann auch jetzt schon langsam hier das Depot bauen, wenn wir sowieso schon Geld aufgenommen haben. Aber erstmal gucken, wie viel wir jetzt bekommen. Und Geld. Kann man mal machen. Ne? Was man nicht alles so vergisst, weil man seit 17. September, da war das letzte Video, was ich rausgebracht habe. Also war es wahrscheinlich auch so der 12. September 2017 gewesen sein. Wo ich das letzte Mal gespielt habe und ansonsten nur noch zugeguckt habe. Krass, was man so alles in 5 Monaten verliert. Oder vergisst, besser gesagt. So wirklich verlernt würde ich jetzt nicht sagen, dass es verlernt ist. Verlernt ist, ja, verlernt ist. Oder war. So, dann können die zumindest schon mal Werkzeuge produzieren. Moment, bis wann sollten wir das alles verbinden? Das haben wir schon mal erreicht. Bis 1874 soll die Schläge fertiggestellt sein. Ja gut, das kriegen wir hin. Wie viel haben wir jetzt bekommen? Finanzen? 68.000. Bauen wir einfach von hier aus noch ein Depot. Bauen wir es mal hier hin. Das Depot. Ich hoffe, das stört die Indianer nicht. Beende nochmal. Ich hab's gleich geschafft. Nicht, das gehört dazu, okay.
denke, dass wir auch diesen Baum wegnehmen können. Offenbar gehört das zum Asset dazu. Wieder einer der Momente, wo man sich wünschen würde. Oh Gott. Ja, der Baum muss weg, aber der will nicht weg. Ach, schön passiert. Dann machen wir es einfach. Dürfte das schon reichen? Ha! So, dann kaufen wir mal zwei Rungenwagen. Uiuiuiui. Lassen wir den fahren. Und habe ich da drauf gedrückt? Okay. Zu wissen. Ist mir nicht aufgefallen. Das Geheimnis von den Nugget. Im Gebirge. Den schweren Stein durchbohrt. Was auch mal das bedeuten soll. Auf alle Fälle noch ein bisschen Zeit dafür. Ach, Idioten. Zu welchem Depot willst du denn jetzt? Hier, Werkzeug. Hä? Ach, Zug 2. Kann man blind sein. Also mit den Tipps kann ich ja wirklich kaum was anfangen, weil für mich ist... Ah, Moment. Okay, jetzt habe ich einen wirklich großen Schein gesehen. Kannst du gerne machen. So, wenden und ins Depot. Hoffentlich fällt auch zum richtigen Depot. Na klar, sonst hätte er nicht gemeckert. Schon mal die. Moment. Ach, nicht pausieren, sondern. Das nach oben, das nach oben und dann auf, ja ist ja gut, dann auf Werkzeuge. So, im Gebirge, dass die Sonne gute Nacht küsst. Soll das aussehen wie eine Sonne oder was? Also sie sind ja hier, ne? Also... Oben, was? Oben links in der... Oh, wow. Was? Ganz oben links in der Ecke ein Kreissymbol. Oben oder links? Die Medaillen? Eine Mission, oh. Wow. Gefunden! Ja, dann ist er wahrscheinlich... Hier sein. Geländetool. Dann nutzen wir mal das Geländetool, um zu graben. Es ist wahr. Wir haben ihn gefunden. Danke. Unseren Schatz.
Am besten nein, Schatz, diesen Fluch geheim, damit wir keine Neider auf den Plan rufen. So, dann müssen wir jetzt nur noch Werkzeuge produzieren. Schade, dass keine Goldader drin ist. Das würde es noch schöner machen. Weia. 52 warten da. Und wir können fahren. Wenig. wir können ja mal kurz gucken. Was denn hier das Getreidelager ist? Okay, 50. Keine. Oh mein, das hat einen Konsum von 50. Heißt das, dass für Cheyenne. Okay, dafür müssen wir ein Brot backen. Stimmt ja auch wieder. So ist nichts im Lager, okay. Wir konsumieren 50, deswegen. Dann könnte man. Sofern die. Oh, die bringt ja was ein. Ein Ertrag von 21.000. Ein Pferdefuhrwerk kostet 13.000. Dann gönnen wir uns noch mal eins. Okay. Dann bis gleich. So, springen wir mal vor. Oh Gott, das ist ja echt eine Menge, die noch warten. Hätte ja mehr Sinn gemacht, wenn ich das hier vorne platziert hätte. Obwohl, nee, gar nicht. Also ja und nein. Wir müssen jährlich über 110.000 einnehmen. Wenn wir so hinkriegen, 6, 12, 18, knapp 200.000. Die neuen Werkzeuge sind ein Segen. Damit arbeitet es sich gleich viel leichter. Jetzt rasch über den Hügel bis nach Oakton. Von dort aus ist es nur noch ein Katzensprung bis zum Ziel. Also los, Beeilung! Das wird teuer. Von über den Hügel. Das wird nichts. Überlegen. 218.000 kostet der, verdammt. Ich bin ja am Überlegen, warum wir auch wieder Geld finden. Ob wir uns noch ein bisschen mehr Darlehen holen.
Und dann zumindest schon mal so ein bisschen. Moment, pausieren. Ich habe noch vergessen. Irgendwo musste ich ja noch was verbinden hier, war das. Und noch irgendwo. Hier nicht. So, zumindest schon mal so die verbinden, die wir verbinden können. Dass wir da auch noch ein bisschen Geld reinbekommen. Obwohl es macht. Na ja gut. Er ist auch wieder zu spät. Macht ja eigentlich nicht wirklich viel Sinn. Ist mir gerade aufgefallen. Weil wir ja gar nicht irgendwie da Leute hin und her fahren lassen. War ja schon ein bisschen dämlich. Ja gut. Jetzt bringt mir das gerade alles grünes Geld ein. Paar kommen auf alle Fälle ran. Das ist ja schon mal gut. Immerhin macht das dann plus von 41.000 aktuell. Das wird auch schweineteuer, die Betriebskosten. Müssen wir wahrscheinlich wieder wirklich investieren. Andererseits haben wir wahrscheinlich so ungünstigen Zeitpunkt da reingepackt. Warten wir nochmal ab. Dass noch keiner wartet, ist natürlich klar. Und wenn der Güterzug das nächste Mal da vorbeikommt, dann dürften wir vielleicht auch so bei 700.000 sein. Dann könnten wir den nochmal kurz reinschicken und einen weiteren Waggon reinpacken. Hoffe ich mal.
Boah. Können wir schon fast 10 Waggons da reinhängen, noch neu. 2 Millionen incoming. Nee, ich konnte es ja gar nicht machen, wenn man gerade auf. Was ich da schon wieder für Bullshit gelabert habe, dass ich bei Mike da was gucken konnte. Oder was einsehen konnte. So, wie verhalten sich denn jetzt gleich die Signale? Müsste ja unten bleiben. Also viel müsste sich nicht ändern. Außer halt, dass die Lok stehen bleibt. Was offenbar gar nicht wirklich nötig war. Oder gewesen wäre. 28 Passagiere können wir zum Beispiel mitnehmen. Ja, gut, Geld einbringen, oh Gott. Müssen sogar fast schon wieder irgendwie. Jetzt warten hier schon mal welche, das finde ich saugeil. So muss das sein, das läuft dann also auch bald an. Zinsen müssen wir gerade gar nicht zahlen, okay. Wenn das ist, dann können wir noch ein bisschen mehr Geld holen. Das wir wahrscheinlich gar nicht wirklich brauchen, weil wir gleich einen Plus haben in diesem Jahr. Aber vielleicht brauchen wir es. Vielleicht nochmal eine Million, um dann noch ein paar Waggons zu holen. So gerade, so gerade. Der Dreischnitt, der Dreischnitt, der Dreischnitt. So, wir haben hier hinten 149, die darauf warten. Einige wurden schon wieder zurückbestellt. Maximal ist da allerdings 10 Millionen. Nur was haben wir 2 Millionen dazu? Jawohl, und den schicken wir dann wieder zu Werkzeuge. Beziehungsweise wir schicken ihn los und drehen ihn gleich.
140 Tonnen, naja. Leistungsbewertung mittelmäßig, ja gut. Überhin warten 5 nach Cheyenne. Wollen sie nach Cheyenne oder nicht? Ich weiß schon gar nicht mehr. Das gibt Geld ein, das steht schon mal fest. 70 Stück können wir zumindest maximal laden. Das heißt, das ist schon mal gar nicht mal so übel. Gut, da wird noch ein teuriges Spiel vor allem. Ein teures Spiel. Obwohl es ja auch relativ eben. Zum Glück. Lange. Wir brauchen Geld. Und ich will jetzt nicht schon wieder hier Geld aufnehmen. Noch ein Katzensprung zum Ziel. Na gut. Warten wir mal ab, wie viel wir jetzt hiervon bekommen. Und dann verbinden wir. Wir können ja einfach schon mal spaßeshalber selber gucken, wie das kostet. Okay, bei Tunnel, alles klar. Gut Geld. Oh, wow. So, das haben wir jetzt auch gleich.
So, diesmal kein Depot, kein Güterbahnhof, diesmal wieder wirklich. So was Dummes aber auch. Da merkt man mal, dass man wirklich verlernt, auf manche Sachen zu achten. Kaboom! Ist es geschafft. Bis zu dem Bahnhof am Promontory Summit. Rasch noch über den Fluss und auf den Promontory Summit hinauf, damit bis zum Eröffnungsfest alles fertig ist. Wenn wir Glück haben, schaffen wir es sogar noch vor der Konkurrenz. Konkurrenz! Über den Fluss und wohin? Halle, ihr halt. Haben wir so einen Umweg. Scheiße. Och, Kacke, ihr wollt mich wohl verarschen. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen, hätte ich dich erstmal geguckt, ne? Scheiße. Grundgütiger. Diese frommen Männer sind tüchtige Burschen. Aber von der Statik verstehen sie gar nichts. Sie haben offenbar den Berechnungen der Ingenieure misstraut, weil sie Wissenschaft grundsätzlich für Teufelszeug halten und einfach drauf losgebastelt. Die Brücke ist eingestürzt und muss wieder aufgebaut werden. Das kostet zusätzlich Mist. Okay. Wir haben es fast geschafft. Nun endlich können wir feierlich mit dem ersten Passagierzug über die Transkontinentalstrecke fliegen. Bestimmt werden wir an jeder Station von einer jubelnden Menge empfangen. Tschu-tschu! Oh, nach dort. Obwohl, sicherheitshalber machen wir mal den Weg zurück. Mit. Und das soll ja hin und her fahren. Oh ja, zisch noch mehr. Und ich würde sorgen. Mit allen Ständen zu unterhalten. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, verdammt, fahr zurück. Obwohl, dann fahren wir lieber von Schrägen aus. Fahren wir mal so richtig von Cheyenne aus nach Promontory Summit. Boah, Werkzeuge, geil, knapp 1 Million. So lobe ich mir das.
So, dann fahren wir mal, würde ich sagen, die Lina jetzt mal mit, ne? Den Eröffnungszug. Steigen noch ein paar Leute zu. Wie der halt auch sein muss. Denn so ein Eröffnungszug ohne Leute macht ja wenig Sinn. Nächster Halt, Laramie. Neue Sachen. Ach ja, die Maus auch ein bisschen aus dem Bild nehmen. Langsam, aber schön. Kämpfen wir uns den Berg hinauf. Moment, aber haben wir es sogar schon geschafft, ne? Vor 74, wir sind ja glaube ich im Jahre 70 sogar schon noch erst. Haben wir ja jede Menge geschafft. Vor der Konkurrenz. Das ist wichtig. Na gut, was mit den Ingenieuren? Da hätten wir vielleicht, keine Ahnung, die 100.000 geben sollen. Oder die bezahlen sollen und ja. Aber dass die Befehle nicht ausführen können, das wäre schon wieder richtig schlimm. Oh, Laramie, wir sind ja schon mittlerweile da. Das hat ja gar nicht lange gedauert. Aber wie es halt so ist, ne, man hat nur langsame Züge. Oh, hier wartet auch sogar jemand. Sehr schön. Unterwegs nach Rawlins.
Hoffentlich müssen wir nicht warten. Wir haben grünes Licht, sieht aus. Wunderbar. Hinter uns der Werkzeugzug oder wie? Scheint so. Ich vermute es einfach mal. Da waren noch ein paar. Nicht viel, aber ein paar wollen auf der Eröffnung auch mit dabei sein. Genau wie der Vogel, der offenbar irgendwie direkt neben unserem Fenster sitzt. Einer will in eine Richtung. Nichts machen, ne? Weil das nicht ausgewählt ist. Hm.
Ja gut, dann kann man es bearbeiten, ohne dass man es wirklich bearbeiten kann. Die ist ja auch ein klein wenig merkwürdig. Jetzt von YouTube. Oh, wir sind mittlerweile schon unterwegs nach Evanston. Ganz vergessen. Sollte nicht mal allzu weit sein. Obwohl, wir fahren noch an so vielen Brunnen vorbei, dann überqueren wir nachdem wir endlich dann in Dings da angekommen sind, weißt du, in Ogden. Nach Ogden überqueren wir jetzt zweimal nochmal den Fluss. Und dann sollten wir am Ziel sein. Da sieht man so noch einen Brunnen, da fließt ja tatsächlich rüber das Wasser. Geil. Ich dachte, das wäre jetzt einfach nur so ein Brunnen, wo man da Kurbel drehen kann und da Wasser rauskommt. Und schwebt ja ein bisschen in der Luft. Ne? Im Brunnen. Ich frage mich, wo die Wasserquelle ist. Vor allem, es ist ja, glaube ich, nur tatsächlich so ein Szenario von, oh, ich weiß nicht, der Kampagne, das ist ja von Game-Machern selber gemacht. Von daher weiß ich nicht, ob das nicht möglich gewesen wäre, die solche Brunnen, die man ja in keinster Weise irgendwie erhöht oder vertieft hat, also den Boden da drumherum, dass man das vielleicht nicht hätte hinbekommen können, dass die nicht in der Luft schweben. Wäre ja toll gewesen. Aber scheinbar so. Wo sind wir denn gerade? Ach, wir sind ja schon Evanston. Dann fahren wir jetzt da vorne gleich wieder ein bisschen bergauf und wir sind dann auch schon so gut wie am Ziel der Reise vor der Central Pacific Railroad. Genauso wie es sein muss und genauso wie es sein sollte. Weite gerade Strecke. Das geht nach Ober-Ogden, alles klar.
Ogden. Ja, kommen. Geht da hier nochmal den Berg hinauf. Ah, ich hoffe, ich habe es flach genug gehalten. Aber dürfte die alte Steile sein. Flach und karg. So, Ogden, wir sind da und da warten, glaube ich, diesmal keine. Ich sehe zumindest niemanden. Wir wollen hier erstmal alle aussteigen und vielleicht will gar keiner mit zur Endhaltestelle fahren. Vielleicht will keiner zweimal denselben Fluss überqueren. Scheint mir so zu sein. Promontory Summit ist der letzte Stop, den wir, glaube ich, wirklich weit vor der Central Pacific Railroad erreicht haben. Flussüberquerung Nummer 1. Oh, dann habe ich das Gefühl, ich werde auch irgendwie krank durch diese Eiskälte, die immer irgendwie reingezogen ist. Und Moment, nee, gar nicht wahr. Drei Flussüberquerungen sind es ja noch. Ganz vergessen. So,
Plus Überquerung Nummer 2 und weit am Ende der Map gibt es dann die dritte Flussüberquerung. So war das, genau. Steil. Das ist noch eine langgezogene Kurve. Die dann in eine Gerade verläuft und dann eine scharfe Linkskurve und dann gibt es nochmal eine Brückenüberquerung und dann sind wir auch schon ein Promontory Summit. Promontory Summit. Geschafft haben wir es. Soweit. Die Gut. Die transkontinentale Eisenbahn ist vollendet. Dieses Meisterwerk wird in die Annalen der Eisenbahngeschichte eingehen. Herzlichen Glückwunsch. Sehr schön, das wird in die Annalen der Eisenbahngeschichte eingehen. Sehr schön. So, gehen wir mal zum Hauptmenü.